Hallo und wieder willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Diesmal wieder von der Reihe wie das Spiel, was wir schon mal hatten, House of Ashes. Allerdings Man of Medan. Ich meine, das spricht man so aus. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wenn nicht, macht euch bitte nicht über mich lustig, dass man es nicht so ausspricht. Dann heißt es Madden. Ja, kann auch sein. Ist auch komplett egal. Jedenfalls willkommen und schon mal danke fürs Einschalten. Danke fürs Zusehen. Schon mal für die zukünftigen paar Minuten, die ihr hier verschwenden werdet. Die ich wahrscheinlich auch hier verschwenden werde, denn ich habe nicht viel Gutes über dieses Spiel gehört, aber wir bilden uns ja gerne unsere eigene Meinung. Also wollen wir sehen, ob dieses Spiel wirklich so schlecht ist, wie viele Leute sagen. Wir spielen natürlich alleine. Denn wie ihr alle wisst, ich habe keine Freunde. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Charaktere sollen interessant sein. Also Fortsetzung gesperrt, ja. Wir haben ja natürlich noch niemanden. Was steht da? Chinesischer Markt, südchinesisches Meer. Da sind wir gerade, oder warum ist das hier? Auf jeden Fall eine verdammt gruselige Puppe. Ich gehe mal lieber auf neue Story. Ich will damit lieber nichts zu tun haben. So, nachsichtig. Ein Überleben ist wahrscheinlich. Herausfordernd, deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt und tödlich. Der Tod ist unausweichlich. Ich meine, tödlich ist jetzt nicht unbedingt das, was wir immer nehmen würden. Nachsichtig. Ja, wir sind keine Babys mehr. Komm, wir nehmen herausfordernd. Mal sehen. Neuer Platz. Kann ich ihn mir nennen? Nein, schade. Drücke A. Ne, wir haben keinen Controller. Drücken Sie, linke Maustaste drücken, um mit Maus und Tastatur zu spielen. Ja, das machen wir. Ich bin gespannt. So sehr ich das Meer auch liebe, ich finde es furchtbar gruselig. Also, so der Ozean an sich. So wenig erforscht, so tief. So viele gruselige Dinge da drin. Allein dieser komische Leuchtfisch, den habt ihr bestimmt mal gesehen. Verstörend, wenn ihr den auf einmal sehen würdet. Ich meine, der ist sehr tief unten, aber was zur Hölle? Ein schönes Lied. Okay, amerikanische Soldaten, die irgendwas platziert haben. Das sieht aus wie eine Couch oder wie Särge. Oder ein Bett. Also eins von den dreien. Oh, wir sind tatsächlich auf dem Markt. Joe oder Joey. Markt am Dock. Mandschurei. 21:12 Uhr. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Eieiei, das Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall da. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Ach cool, es gibt einen Hellseher. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Ja, ich habe eine Frage. Neugierig, was wird aus meinem Sohn? Und zweifelnd werde ich reich. Und wir können auch nichts sagen. Wir können einfach uns da hinsetzen und schweigend sein. Das wäre ein bisschen unangenehm. Wir sind neugierig. Was wird aus meinem Sohn werden? Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ich hoffe doch. Ein Drache. Bambus. Drachenstein und Bambusstein. Ich weiß nicht, Drache vielleicht, dass er mutig wird und Bambus seinen Frieden findet. Beides gute Dinge. Wir nehmen den Drachen, weil der Drache ist cool. Ich liebe Drachen. Außer sie verbrennen uns, aber das wird nicht passieren. Sag mir, was du siehst. Halten Sie Maustaste gedrückt, um Objekte aufzuheben. Okay. Kann ich das drehen irgendwie? Ja. Ein Was ist Fisch. das? Sieht aus wie ein Fisch. Er wird ein Fisch? Fischig? Wird ein Fischkopf? Lebt er im Norden? Tot? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen?
Was zum Teufel, Mann? Wir haben nach unserem Sohn gefragt und er sagt uns tot, erwartet uns. Hey, guck, oh Mann. Lass mich mal ran. Ach ja? Ich hoffe. Ich hoffe, wir können den Tod abwenden. Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Danke. Können wir raufboxen? Kann ich boxen? Ich wette, mal. Wir kriegen so Quicktime-Events jetzt. Irgendwas kommt bestimmt jetzt. Ich halte meine Finger bereit. Zum Zählen und Schlagen. Achso. Okay. Nicht Quicktime-Event, sondern mit der Maus. Wie in House of Ashes. Das sind wir schon gewohnt. Ach, sie macht es jetzt noch schwieriger. Und noch mehr. Drücke die richtige... Wow! Ich wollte das lesen, bevor ich drücke. Okay. Richtige Taste drücken. Gott, das brauchen wir aber nicht alles, oder? Ausweichen? Und schlagen? Hey! Wir sollten doch ausweichen. Komm schon. Mitten ins Gesicht. Achso, weichen wieder aus. Na, bemeint. Komm schon. Auf den Fuß! Brech den kleinen Zeh! Ah, ich hab doch gedrückt. Danke. Danke. Aber ich hatte doch gedrückt. Ich bin traurig. Hey, wir sollten zurück zum Schiff. Ich wollte voll seinen Zeh abschlagen. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen der Kleine. Echt wieder zurück. Ach, ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir auf dem Markt bleiben. Das scheint vielleicht die bessere Option zu sein, als der Tod, der uns erwarten wird. So wie der Hellseher gesagt hat. Da ist ein Totenkopf drauf. Ist das ein Sarg? Ich glaube nicht, dass es einer ist. Das wäre komisch für einen Sarg. Und da sind zwei Schlösser dran. Noch ein Totenschädel. Irgendwas ist da drin, was nicht so geil ist. Ich hoffe, wir können da irgendwann reingucken. Obwohl, vielleicht wäre es besser, da nicht reinzugucken. US 01 028 984 C27C. Was auch immer das bedeuten mag. Okay, das wird später sowas von noch eine Bedeutung haben, so wie das gezeigt wird. Und wahrscheinlich keine gute. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht rum! Die prügeln sich nur. Wow, okay! Wir haben uns alle geprügelt wegen 50 Cent. Sobald ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut stutzbetrunken. Was ist denn das für ein Skript? Er kommt auf die Krankenstation. Schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Okay, tut mir leid, aber diese Konversationen sind ja richtig seltsam. Wo sind meine 50 Cent? Welche 50 Cent? Die sind sowas von betrunken. Was ist denn das? Wer hat das geschrieben? Das klingt sehr seltsam. Das fängt schon mal gut an. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Es sieht gut aus, immerhin. Aber diese verdammten 50 Cent, Mann. Die werden uns bestimmt noch zum Verhängnis werden. Was ist jetzt passiert? Was kommt denn da raus? Oh mein Gott. Da war Shrek drin. Es blutet grün. Das ist mein Sohn auf dem Bild? Ich glaube, wir haben gerade Vietnam-Flashbacks. Oh. Joe, Krankenstation. 1.36 Uhr am 22. Juni. Erkunde das Schiff, finde einen Weg aus dem Lazarett. Ich durfte noch nicht die Kamera drehen, aber wir gucken uns erstmal das Bild an, das passt schon. Das ist also unser Sohn. To Pops, an Papa, komm bald zurück.
Hätte er nicht ein bisschen lächeln können für das Bild? Ich frag mich, wer das ist. Okay, ich kann meine Kamera nicht bewegen. Ich kann nur meinen Charakter bewegen, was ich ein bisschen störend finde gerade. Aber es ist wahrscheinlich für den Horror-Effekt. Oh, erste Hilfe. Hier sind ein paar Drogen. Oh, okay, das sind keine Gratis-Drogen. Was ist da los? Ist das der Arzt von eben? Okay, wir nehmen den Schlüssel. Ist das der Schlüssel für die Tür? Oder einfach irgendeiner. Wollen wir uns die Leiche angucken? Das sieht ganz schön fröhlich aus. Guckt euch das Gesicht an. Mann, was ist denn? Naja, es ist ein umgedrehtes Lächeln, oder? Wenn man hier noch so zwei Augen hinballen würde, dann wäre happy. Also. Wir gehen lieber weg von der Leiche. Es tut mir leid. Ich sollte eigentlich eine Schweigeminute einführen oder so. Das wäre respektvoller. Hier ist nichts. Nur sehr ungemütliche Betten mit sehr wenigen Decken. Zu unserem Bett können wir auch nicht. Nein, wir können rausgehen. Das war's. Und da war tatsächlich ein Schloss dran. Aber warum war es abgeschlossen? Moment, aber wie ist der... Okay, da war nur der Doktor mit uns gerade da drin, aber es war abgeschlossen. Aber der Doktor wurde reingestopft in den Spind. Wie ist er dann reingestopft worden in den Spind und hat trotzdem die Tür abgeschlossen? Und wenn er das nicht war, wie hat denn das Monster, das Wesen, der Mensch, was auch immer es hier ist, ihn umgebracht, hat die Tür dann von innen verschlossen und ist dann abgehauen? Wie? Also da stand mit S... wir können unseren Joey betrachten. Interessanten Haarschnitt hat er. Ist jetzt nicht so mein Fall. Sieht ein bisschen komisch aus. Es geht aber, steht ihm. Unsere Wunde an der Stirn. Also über dem Auge. Oh mein Gott, das ist ja wirklich so horrormäßig. Deswegen kann ich meine Kamera nicht bewegen. Nur minimal. Oh, das wird nochmal ätzend werden. Das gefällt mir nicht. Ah, ich werde nervös. Hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Immerhin ist Charlie schockiert. Joe geht jetzt zur Tür. Hey, yo, was geht ab, mein alter Freund? Komplett irrelevant, dass er eben eine Leiche gesehen hat. Passiert nur mal so, ist alltäglich. So, ist das ein Medizinbericht oder was ist das? Private Charles Anderson legte... Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen in der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte der Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Aber das ist nicht so wahr. Wir haben uns um 50 Cent geschritten. Ja, die 50 Cent, die mir nicht zustehen, weil das seine waren. Ich wollte gerade sagen, die mir zustehen. Und es hat sich irgendein anderer Offizier eingemischt, mich geschlagen und dann war auch schon alles vorbei. Das einmal kurz schubsen, das war ja nun wirklich keine Prügelei. Da war die Überreaktion von diesem Officer schon übertrieben. Mein Gott, warum ist hier Blut an der Wand? Charlie? Charlie, warum ist da Blut? Oh, da ist noch was. Noch ein Zettel. Brick. Woche 27. Montag. Arthur Miller, Private. Diebstahl 1, Tag Haft in... Diebstahl, erster Tag Haft in Millers Spind, wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch. David Davis, Private, unbefugter Zutritt. Zwei Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, PVC, Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Also die typischen Fallberichte, mehr nicht.
Da ist ein Spind. Ein Spind, ich will daran. Können wir den knacken? Können wir versuchen, den zu knacken? Hey, nicht aufgeben! Ach, Joey, sei doch mal ein bisschen kreativ. Gehört bestimmt Charlie, der Tresor, aber lass uns den doch einfach knacken. Also den Tresor, nicht Charlie. So. Oh mein Gott. Okay, danke für den Jumpscare. Drücke S. Oh, mit Herzschlag. Oh, nicht das schon wieder. Er dreht sich nicht mal um. Was ist das denn für ein Soldat? Er kommt zum Überprüfen, ob hier irgendwas los ist, aber guckt nur in eine Richtung und dreht sich nicht mal um, ob da jemand ist. Das ist schon peinlich. Okay. Werden die gerade von Feinden angegriffen? Ich bin gespannt, was hier los ist. Können wir erstmal hier lang gehen? Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Okay, wir können da nicht lang gehen. Ich bin gespannt, was oben los ist. Es hat bestimmt irgendwas mit den Kisten auf sich. Die wurden eben so dramatisch gezeigt. Das muss ja irgendwas damit auf sich haben. Oh mein Gott! Was war das? Okay. Das muss sein mit dem Erschrecken. Ein kleines Kind. Das war das. Hast du noch nie ein kleines Kind gesehen? Vielleicht ist das ja dein Sohn. Moment, da gehen wir noch nicht hinterher. Wir gehen erstmal an die Tür. Ich will sehen, ob die aufgehen können, ob die aufgehen würde. Hey, Charlie. Was? Nein, noch nicht helfen. Nein, 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 nein. Ich will auch in die Ecke gehen. Ich wollte nur... Okay, dann eben nicht. S. Okay. Oh Mann. Okay. Spiel, ja, du musst nicht an jeder Ecke einen Jumpscare ausholen, okay? Muss das sein? Geh doch nicht da durch. Hallo, lass mich entscheiden. Ich wollte nur die Tür angucken. Oh mein Gott, das ist alles voller Blut. Okay, nein. Ich würde gerne nochmal nach hinten gehen. Ernsthaft? Ich komme jetzt nicht mehr zurück. Ah, es ist so ein Spiel. Du kannst nur einen Weg auswählen. Und dann dürfen wir nicht mehr zurück. Ist okay. Dann ignorieren wir dieses Kind, was da... Vielleicht ist es doch besser, dass wir dem Kind nicht hinterhergegangen sind. Verdammt. Noch eine Leiche. Oh, verdammt. Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Aber er hat keine Schusswunden. Seine Augen sind schon wieder verdreht, so wie die Leiche, die wir in dem Spind gefunden haben. Da war ein Auge auch verdreht. Gibt's hier Geister? Okay, da können wir nicht lang. Kann es sein, dass es hier Geister gibt? Dass die Flüssigkeit, die da rausgelaufen ist, irgendwas anderes ist? Oder vielleicht Mutanten oder sowas? Oh, ich gehe wieder hoch, das wollte ich nicht. Ja, runtergehen bitte. Also irgendwas Übernatürliches geht hier vor sich. Eindeutig. Das ist keine normale... Das war kein normaler Angriff von einem Feindesschiff. Halte, um schneller zu gehen. Ja, ja, gehen wir gleich. Erstmal gehen wir hier hin, bevor wir Charlie hinterhergehen. Da ist tatsächlich eine Tür. Die wir nicht öffnen können. Schade. Okay, dann nicht die Tür. Hier lang. Lalala. Charlie! Warte auf uns! Ich habe mich nur umgeguckt noch. Das ist mein erstes Mal auf dem Schiff. Auch wenn das nicht so wirkt. Du kennst mich zwar anders und du kennst mich schon länger, aber... Das ist mein erstes Mal hier drauf. Division. Cooles Auto. Oh, das gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Okay, deswegen gefiel mir das nicht. Danke. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Okay, okay. Es sind eindeutig Geister. Oh, ich hasse es. Ich will keine paranormalen Aktivitäten. Wenn ich das wollen würde, würde ich mir einen Film angucken, okay? Ich sollte solche Spiele echt nicht abends spielen. Okay. Junge? Bist du irgendwo da? Charlie, komm mal her. Nein, nur Leichen.
Ein ganzer Haufen Leichen, auch alle ohne Schusswunden. Oh mein Gott. Never mind.